Halli, hallo, hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin, moin. Ich bin's wieder, eure Thumbeltag und ich habe euch meine Sparspiele mitgebracht. Ja, es ist wieder soweit, wir spielen wieder zusammen. Es ist Montag und ich fange an, das Video zu drehen. Ich weiß nicht, ob ich es heute durchkriege. Ich habe nicht mehr ganz viel Zeit. Meine bessere Hälfte kommt gleich nach Hause, von daher, wir schauen mal. Ich habe mir was gegönnt, Freunde. Ist eine Spardose, aber ich habe auch eine Würfeldose gemacht. Ist ein bisschen laut, sorry, aber ich finde es super cool, ne? Also, super, super, super cool. So sehe ich immer meine kleine Würfelsammlung. Es tut mir sehr leid, es ist wirklich sehr laut. Er will nicht. Ich bin gespannt, ob sie noch weiter wächst. Ich schau mal. Aber ja, das sind erstmal die Würfel, die ich jetzt so hier besetze, die ich nicht aus Spielen rausgenommen habe, ne? Wohl bemerkt. Aber wir sind ja hier, um zu spielen. Wir brauchen Würfel und wir brauchen natürlich Monetas. Monetas haben wir hier, ist eine ganze Menge, muss weg. Also muss verspart werden, muss weg, bestimmt nicht. Wir gucken erstmal, was wir brauchen. Das sieht aus wie der Binder, mit dem wir als erstes spielen. So, Zombie-Angriff. Damit starten wir und hoffen, dass wir was spielen können. Ja, ne? Wir gucken mal. Ich würde sagen, wir würfeln so lange, bis wir einen von den Beträgen haben, sonst wird die nie fertig, Freunde. Nie. Never ever. Eine 5. Haben wir. Nice. Das war easy. Bleistift habe ich aber noch nicht. Wo habe ich den schon wieder hingeschmissen? Ach ja, geht das wieder los, ne? Ich habe den irgendwo hingedonnert. You never know. Wo habe ich den schon wieder? Da. Gib ihn mir. Den habe ich doch auch gerade irgendwo gesehen. Den brauche ich nämlich gleich auch noch. So. 5. Tun wir heute so, also wollen wir heute wieder öfter würfeln? Nee, ne? Nee. Nee, ich würfel da öfter, wo ich meine, dass ich öfter würfel und hier nicht. Hier machen wir nicht. 5 Euro sparen wir. 5 Eurönchen. Auch wenn ich das Geld aus der Challenge eigentlich gerne hätte, aber ja. Wir haben heute den 15.01. Sparen 5 Euro und sind bei 95. Ich muss auch aus einigen Challenges was rausnehmen am Ende des Monats. Es geht leider nicht anders. 5 Eurönchen, wir sind bei 95. Es geht voran, es geht voran. So. Sandy versus Zombies. Ja, da fehlen uns eigentlich nur noch hier die letzten Kellersymbole, noch 2 und ein paar Steine, aber gar nicht mehr so viele, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist gar nicht mehr so viel, Freunde, gar nicht mehr so viel. Ich habe vorhin meine Magneten irgendwo gesehen und weiß schon wieder nicht, wo sie sind. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich muss gleich nochmal gucken. Wir müssen ja eh einige Pausen einbauen, damit die Videos nicht zu lang werden. Eine 1. Auf eine Mine. Da fehlt uns die letzte noch. Willst du die Zombies fliegen sehen? Dann benutze Landminen, kreuze eine ab und gehe weiter zum nächsten Rasenfeld. Ja, unsere letzte Mine ist damit erledigt. Und es fehlen dann jetzt wirklich nur noch Steinchen. Only Steinchen. Die haben wir auch alle. Die habe ich nur noch nicht mehr abgekreuzt, weil ich einfach so unendlich viel davon habe. Steinchen. Bis zum nächsten Rasenfeld. Wir sind dann nochmal auf einer Mine. Also gehen wir dann noch weiter auf ein Bananchen. Auf der Banane rutschen die Zombies durch den Garten. Sieht lustig aus. Kreuze eine Banane ab und gehe 2 Felder vor. 1, 2. Wir sparen 5 Euro. Freunde. 5. Das ist doch gar nicht so bad. €38,10. Oh, ich muss es aufschreiben. 5 hier und 5 da. Nicht vergessen. So, und 5 hier rein. Du da rein. Und das muss auch noch da rein. Ja, ich bin gespannt, ob wir die diesen Monat fertig bekommen. Wäre schön, aber wird schwierig. Ne? Wir haben nur noch eine Spielwoche. Das ist nicht mehr so viel. Das könnte knapp werden, Freunde. Dann müsste ich jetzt mal vorankommen, aber tue ich nicht. Von daher, ich hetze mich nicht mehr durch Spiele. Zumindest nicht durch diese. So, hey. Ich wollte gerade Harry sagen, aber es ist Gary.
Wir sind bei Gary gelandet. Gary und die Goldkammer. Und wir schauen mal. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir sparen 3 Euro. 3 Euröhnchen. Und sind damit bei 10. Wunderbest. Dann nehmen wir das 2-Euro-Stück raus, den 5-Euro-Schein auch und schmeißen einen Zehner da rein. Ja. Mal gucken, ob diese Woche etwas ertragreicher wird. Wenn nicht, haben wir am Ende Challenges, die wir noch etwas mehr besparen können, würde ich sagen. So, Lieblingsspiel. Zeit fürs Lieblingsspiel. Safe Cubes. Da ist er. Das Ding, was ich immer falsch setze. 3 Euro sparen wir auf jeden Fall. Die können wir eigentlich hier schon mal eintragen. Und sind damit bei 33 Euro. Ich brauche Orange. Und ich setze den hier hin. So. So, so. Und wir waren bei 33, das heißt, 3 Euröhnchen kommen da noch zu. Und 3. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal mehr als letzte Woche in dem Bein. Und wir wandern dann gleich direkt in den nächsten, Freunde. So, wie war das mit Ordner 2? Das war, glaube ich, der hier, ne? Ja, das sieht gut aus. Weihnachtswichtelwerkstatt. Da machen wir wieder Kohle, machen wir, Freunde. Das ist ja meistens nur 1 Euro, ne? Hier können wir eigentlich heute doch mal 2 spielen. Oder auch öfter, oder? Naja, wir nehmen, obwohl, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Freunde, wir haben eine 1 gewürfelt. Da, wir haben das Mädchen. Wir haben das Schmädchen. Das ist doch schon mal super. Aber wir sind noch ewig beschäftigt, aber wir machen mehr. 1 Euro haben wir schon mal. Eine 3. 1, 2, 3. Eine Karte. Können wir bei ihm. Eins, zwei. Und dann geht's schon los, dass wir das nicht hinkriegen. Eine 3, eine Schere. Das ist gut. Wir machen 5 Euro, Freunde. Wir machen 5 Euro. Eins, zwei. Wir haben den Boy. Einer noch. Eins, zwei. Und 1 Euro. Alles klar. Also 5 Euro. 15.01. 5 Euro. Damit sind wir bei 15. Sonst kommen wir ja nie voran in dieser Challenge. Nie nicht. So konnten wir wenigstens 4 Sachen abstreichen heute. Das ist doch immerhin etwas. So. Fünf. Ja. Muss mal eben was testen. So. Weihnachtschallenges. Oh, ich habe mich eingetragen. Schon wieder. Ich schlänge. 5 Euro, dann haben wir in der Weihnachtswichtelwerkstatt. Habe ich die reingetan? Ja. Weihnachtschallenges, da würde ich gerne eine ganze Menge schaffen. Eine ganze Menge. Die würde ich am liebsten komplett auflösen, aber das wird zumindest bei dem dann nichts. Aber das hier, das muss mindestens nächste Woche fertig. Mindestens. Mindestens. Und das sind, glaube ich, 100 am Ende, ne? Wir gucken mal. Auf jeden Fall jetzt einen davon fertig. 2 und wir rubbeln. Wir rubbeln eiskalt, Freunde. Fuftein. So. 17 Euröhnchen sparen wir.
17, 17, 17. Haben wir hier schon mal. 17. Und wir spielen hier jetzt auch noch ein paar Mal. Erstmal das Zeug hier weg. Ich muss gleich wieder staubsaugen. Wir brauchen einen 10er und einen 6er Würfel. Eine 3 und eine 5, die haben wir schon. Eine 4 und eine 2, die haben wir noch nicht. Plus 9. Das ist eine Menge. Die wird uns wahrscheinlich noch bis zum Ende des Jahres begleiten, wenn wir so weitermachen. Plus 9. 3 und 4 haben wir noch nicht. Der Weihnachtsmann. Spare 1 Euro und würfel noch einmal. Plus 1. Das finde ich jetzt nicht so bad. So. 6 und 5 haben wir schon. 6 und 3 haben wir auch schon. 4 und 2 haben wir gerade gemacht. 8 und 5 einen. 28, was haben wir denn drin? 25 wäre natürlich perfekt gewesen, haben wir aber nicht. Also machen wir 35 am besten, ne? Also würfeln wir nochmal weiter. Eine 2 und eine 3 haben wir schon. Eine 0 und eine 2 haben wir auch schon. Stunden später eine 8 und eine 1. 3. 1, 0 und eine 4. Spare die Quersumme deines Alters. Uff. Gut. Ja. Mhm. Jetzt sind wir schon bei 42. Sehr gut. Wir machen weiter. 7 und 5. Jetzt können wir auch die 50 voll machen, ne? Ist auch völlig Banane. Wir haben so viel Geld da drin. 6 und 5. 7 und 4. Würfel mit dem 10er Würfel und spare den Betrag. Oh, oh. 3. Bei 49 sind wir. Ich glaube, das lassen wir so. Wir müssen ja nicht alles... Obwohl, naja, wir können auch einfach die 50 voll machen. Wir würfeln jetzt eine 6 und eine 2. Na gut, eine 6 und eine 6. Spare die... Okay, wir sparen heute 60 Euro. Oh. Eine 6 und eine 6 war eine 7. Ne, jetzt machen wir das hier voll. Völlig egal. Jetzt machen wir das voll. 60 Euro sparen wir. Wisst ihr Bescheid? Das wird nächste Woche fertig. 185 haben wir dann drin. Fehlt doch ein 10er, oder bin ich doof? Da fehlt doch schon wieder was. Freunde, was ist denn hier los? Haben wir letzte Woche 10 gespart und nicht eingespart? 150, 70, 175. Machen wir es so, ne? Ist ja nicht so schlimm, muss ja eh alles gespart werden. Da ist auch nichts zwischengerutscht. Mann, 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 Mann. Ich habe wieder irgendwo was vergessen. Ich, kleiner Dullikopf. So, 60. Aber es ist immer noch genug da zum Sparen. Von daher völlig egal. Sweater Weather wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Ich mache jetzt auch erstmal gerade nicht großartig mit den Spielen weiter, dass ich da Unmengen verspare. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir landen auf Start. Da dürfen wir nochmal eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir landen auf der pinken Wolle. Pink, genau. 2 Eurönchen und wir kreuzen pink. Wo ist pink? Da ist pink. Die letzte pinke Wolle ab. 2. Dann sind wir bei 39.
Wahrscheinlich habe ich die irgendwo woanders drin, wo sie nicht reingehören, die 10 Euro. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. 2. So, und dann haben wir noch Kaminchaos. Da werden wir jetzt heute auch nicht großartig reinsparen. Eine 5, die haben wir da. Wo haben wir das Stiftchen? Da. Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch hier hingelegt. Wir nehmen diese 5. Und sind damit bei 55. So. Winter Wonderland. Eine 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Euro. Da 5 und hier 5. Ja, das ist heute auf jeden Fall mehr. Allein schon durch die 60. 15, 5. Sind wir bei 7. Aber das wollten wir erreichen. Ich wollte das Ganze ja etwas leerer machen. So. Damit haben wir den Bein da auch geschafft und wir wandern in den nächsten. Welcher war der nächste? Der hier, ne? Super Spario, so ist es. Super Spario. Mal gucken, wie viel wir da heute sparen dürfen. Würfelchen, Würfelchen, Würfelchen. Eine 3, 1, 2, ein Level Up. Was ist denn ein Level Up? Dein Spartopf wächst. Spare 10 Euro. Okay. Wir sind groß geworden. Das Spartopf wächst finde ich tatsächlich sehr cool. Die Idee ist cool. 10. Was ist denn so euer Lieblingsspiel von denen, die ich spiele? Habt ihr da eins? Spielt ihr davon auch eins? Oder so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Oh, der Sparkrimi, der mir immer noch ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ich habe hier auch, glaube ich, noch nicht was abgekreuzt, was ich hätte abkreuzen sollen. Ich ignoriere das erstmal. Wenn ich da jetzt Messer habe, heißt das, dass das hier nicht ist? Das ist so die nächste Frage, die ich habe, ne? Ich mache erstmal mit den Verhören weiter. Mal gucken, was mir das bringt. Ich schnapp mir einfach mal hier der Diener. Messerchen. Messerchen, Messerchen. So, der Diener. George Blumfeld ist bereits seit Jahrzehnten für die Familie von Montfort tätig, auch schon zu Zeiten des vor 23 Jahren verstorbenen Vaters des Grafen. Im Gegensatz zum jüngsten Opfer war sein Vater ein gütiger und respektvoller Mann. Eigentlich hätte George Blumfeld nach dem Tod des alten Grafen eine neue Stelle antreten wollen, aber der junge Graf hatte seinen Einfluss genutzt, um ihm den Weg unmöglich zu machen. Oh, böse, böse. Seither ist das Verhältnis zwischen ihm kühl und auf dienstlichen Pflichten reduziert. Okay, wie war das? Wenn man das öffnet, muss man 10 sparen? Oder wie, oder was? Spare 2, um es zu öffnen. Okay, wir haben schon mal 2. Jetzt wollen wir ja natürlich noch Hinweise. Hatten Sie nie das Bedürfnis, sich am Grafen zu rächen?
Nein, ich kann den verzogenen Bengel schon seit er ein Kind war und ich bin kein rachsüchtiger Mensch. Okay, also plus 5. Und dann, was haben Sie nach dem Dinner gemacht? Also fällt Rache raus, oder? Beim. Ja, so die Frage, ob es dann wirklich rausfällt, weil man weiß ja nicht, ob die anderen Rachegelüste gehabt haben. Da muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen warten. Ob das wirklich dann rausfällt. So, Dina, ich schlendere durch den Garten und genoss meinen Feierabend. Ich schlenderte durch den Garten und genoss meinen Feierabend. Das ist die Frage, ob es stimmt. Das ist die Frage, ob es stimmt. Deswegen weiß ich noch nicht. Mache ich erstmal gar nichts. Ne? Dann mache ich erstmal Janusz und wir sparen 12 Euro. Ich gucke mir am Ende mal das Gesamtbild an. Ich guck mal, was das Gesamtbild so ergibt. Aber ich spare erstmal 12 Euro. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. 12 Röhnchen, wie beim letzten Mal, kommen dazu. Du kommst, glaube ich, hier hinten hin, der Betrag, ne? Genau. 12 und dann sind wir bei 34. Nö, die 20 können drin bleiben. Ein 10er kommt dazu. Und noch ein 2-Euro-Stück. Da warte ich noch ein bisschen ab, bevor ich da irgendwas abkreuze. Das ist mir noch zu heikel, Freunde. Zu heikel. So, hier haben wir gesagt, nehmen wir die großen Beträge. Ne? Mal gucken, wie uns das diese Woche zurande kommt. Es kann tatsächlich am Ende sein, dass wir nicht mehr alle Spiele spielen, wenn das so weitergeht und ich hier wirklich das Geld verschleudere. Da bin ich ja selbst schuld. Ne? Selbst schuld bin ich da. So. Das war ein großer Würfel, den wir hatten. Eine 8. War das so? Hatten wir einen großen? Nee, ne? Ich habe keinen Plan, Freunde. Ich habe keinen Plan. Steht das da irgendwo? Vierer würfeln. Weißt du Bescheid? 1. Wir sparen 15 Euro. Und das machen wir. Gehst du jetzt eigentlich weg? Ja, wunderbar. Das wollte ich wissen. Jetzt bin ich mal zweimal wieder angemalt, aber 15.01. 15 Euro. Macht 27. Ich male mich heute auch schon wieder überall an. Schlimmi, schlimmi. So, der 10er fliegt. Ein 20er kommt rein. Ein 5er noch dazu. Und dann haben wir 27. Na. Zu viel Lose da drin. So. Die letzte Feste. Ja, ja, mal ein 6er. 4. Hello. 1, 2, 3, 4. Und wir sparen 14 Euröchen. Sind 36. Meine Güte. Weil manchmal weiß man auch nicht, warum man einen Taschenrechner benutzt, ne? Mann, 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 Mann. 2er zurück. 10er Rinder. 5er und 1er sind 36. Dann das Fest der Mäuse. Mal gucken, was wir heute an Sudoku sparen dürfen. Ah ne, wir brauchen 10er Würfel. Eine 1. Wir sparen schon wieder eine 1. Das macht aber nichts. Erstmal gucken, ob wir eine finden. Sieht gar nicht mal so aus, würde ich sagen. Das sieht gar nicht mal so aus. Nee. Bevor ich da einen Fehler mache, lasse ich das lieber. Oh Gott, Entschuldigung. Müdig, müdig. Eine 3. Was ist denn heute los? Eine 3 sehe ich auch nicht.
Miese Brise. Na, 8. Wird immer teurer. Eine 8. Dann sparen wir halt eine 8. Und sind bei 12. Die 2 fliegen raus. Der 10er kommt rein. Ich glaube, das Geld reicht halt trotzdem. Das finde ich witzig. Also das zeigt halt auch einfach, wie viel Geld ich noch über hatte und gar nicht darauf geachtet habe, wie viel das am Ende ist. Ne? Wahnsinn. Aber gut, es kommen ja auch noch ein paar Spiele. Blick in die Zukunft. Wir schauen mal, was die Zukunft so mit sich bringt. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Eine Kerze. Die Kerze leuchtet dir den Weg und du kannst viel mehr erkennen. Würfel einmal und spare den doppelten Betrag. 2 Euro. Das ist jetzt nicht so viel. Sind wir bei 8. Aber gut, letzte Woche haben wir ja auch immer doppelt gespielt dadurch. Ne? Haben wir doppelte Beträge drin gehabt bei den Spielen, was wir halt diese Woche nicht haben. So, wir gehen in den letzten Binder, Freunde. Der letzte Binder für heute und wir gucken mal, ob wir da vielleicht bei den Challenges, ja, ob wir da was fertig machen, so wie hier. Ich sehe schon, wir können was fertig machen, Freunde. Das Schneemonster Mini machen wir fertig mit 10 Eurönchen. Schneemonster Mini, 10 Eurönchen dazu. Oh, und 4 nochmal. Obwohl, nee, können wir den nächste Woche fertig machen. Das passt dann schon. Dann machen wir den nächste Woche fertig. Habe ich nirgendwo aufgeschrieben, okay. Den da raus, 20er rein und sind dann schon bei 26 Euro. Wie viel werden es am Ende? 30. Das hört sich doch nicht bad an. So, die Schornsteinfeger-Ausbildung. Ja, da fehlt uns noch eine ganze Menge. Da habe ich auch schon wieder vergessen, wie es geht. Okay, kreuze die Sparbeträge ab. Ja. Nehmen wir uns die 6er-Würfel. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir nehmen den Pilz. Der Pilz. Was bringt neben Kleeblättern noch Glück? Eine kleine Vereinigung von Fegern ist von der glückbringenden Wirkung von Fliegenpilzen überzeugt. Sie streiten sich allerdings über die Anwendung. Hinstellen oder konsumieren. Kostet aber nichts. Okay. Also nichts. Wir machen aber trotzdem weiter. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir nehmen den da. Der Kaminbesen aus Federstahl säubert durch den schmutzigen Kamin oder das dreckigste Ofenrohr. Er kostet 7 Euro. 7. Dann nehmen wir doch die 7. 7 Euröhnchen dazu. Und sind dann bei 17. So, da haben wir den 10er. Zehn, 15, 17. So, Ziel ist es am liebsten, die Scheine wegzuhaben. Das Kleingeld gar nicht unbedingt, weil ich das ja gerne auch zum Wechseln benutze. Aber die Scheine dürfen gerne verschwunden sein am Ende einer Spielwoche. So, ja, wir nehmen noch zweimal schwarz. Ne? Dann hauen wir nochmal einen Swanny rein. Da muss ich ja mal vorangehen hier. Den hätte ich, da weiß nicht, den kriege ich am Ende des Monats aber nicht fertig. Den kriege ich gar nicht fertig. Da müsste ich jetzt ja noch viel mehr reinhauen. Da können wir gleich mal gucken, ob wir da vielleicht noch was reinhauen. In den süßen Pinguin.
So, das alleine sind schon wieder 20 Euro. Wisst ihr Bescheid? 15.01.20. Ja, wobei ich mich ja eigentlich nicht mehr hetzen wollte, ne? Und ich trotzdem tue. Aber ich muss halt Geld aus Challenges rausnehmen, sonst habe ich da ein Problem. A huge problem. So, Zauberschule. Zauberschule, Zauberschule. Schule, Schule, Schule. Eins. Wo, in welche Richtung müssen wir denn? Okay, einfach da oben lang, ne? Landen wir auf Hedwig. Hab ich mal einen Hedwig gesehen? Eine Eule springt dir bringt dir neues Taschengeld. Spare 5 Euro. Na gut. Na guti gut. Das machen wir. So Zaubererspiele könnte ich auch wirklich das ganze Jahr einfach immer weiterspielen. Ich liebe sie einfach. Ich liebe sie einfach. 5. Und dann gehen wir zum Eisbärli. Wie viel dürfen wir beim Eisbärli sparen? Was war eine Scholle? Eine Scholle war 2 Euro. Ja, könnten wir fast voll machen, ne? Wisst ihr Bescheid. Ah, beim Pinguin, den machen wir voll. Zauberermünzen noch nicht. Emergency Fund da, den ignoriere ich erstmal weiterhin. Ja, einmal ist jetzt nicht so viel, ne? Eine Scholle. Er sagt eiskalt, eine Scholle. Wie viele Schollen haben wir? Aber 80 Euro. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 30. 2, 4, 6, 8, 10, 40. 2, 4, 6, 8, 10, 50. Aber dann könnten wir nächstes Mal den Rest machen. Machen wir einfach. Wie gesagt, ich muss Challenges fertig kriegen. Und die meisten anderen kriege ich nicht fertig. 4. Sechs, acht. Der Stift will nicht auf dem Papier. 10. 2. 4. 6. 8. 10. Wenn ich mich verzähle, tut es mir schon mal unendlich leid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir waren schon mal bei 40. 2, 4, 6, 8, 10. 50. Zählen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Passt. Ja, 50 Euro dazu, ne? Sind 60. Tschüss, Fuffi, war nett mit dir. Ja, also die Scheine haben wir jetzt wirklich dadurch fast verbraucht. Finde ich sehr, 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 sehr gut. So, wir kommen zum Palast der Einhörner und da fehlt mir, das machen wir schon mal weg, da, ich habe mir doch hier vorhin meine Magnedis zusammengesucht. So, da sind wir. Eine 3. 1, 2, 3. Was ist das? V? Ach, das ist ein Buchstaben, ne? Spare deine Würfelzahl und trage den Buchstaben das Lösungswort ein. Aber ich weiß ja V noch nicht. Hm. Weiß ich noch nicht. V. Und 3 Euro sparen.
spare deine Augenzahl. Also 3 Eurönchen. Machen wir doch glatt. Nehmen den 2er raus und tun den 5er rein. Ich glaube, ich bin auch die Einzige, die erleichtert ist, dass das Geld mal zur Neige geht. Einfach um wirklich mal zu gucken, wie weit mich solche Spielrunden bringen. Weiß auch nicht. In meinem Kopf brauche ich das. Mein Kopf ist manchmal ein bisschen verrückt. So, hallo, ich glaube Paul. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir noch. Wir machen mal hier 10. 6, 3 und 1 können wir nächstes Mal machen. Dann sind das auch noch mal 10, würde ich sagen. Ne? Dann sind wir bei 50. Machen wir so. Hey, sind doch schon. Ach nee, wir haben jetzt 50. Aber wir haben keinen Fuffi mehr, Freunde. Keiner mehr da. So. Dann Zaubermünzen. Da will ich dann auch wirklich vielleicht mal am Ende was in die Emergency Fund packen kann. Das wäre cool. Aber das geht auch erst, wenn meine Sinking Funds 1 bespart sind. Und da die noch nicht bespart sind, machen wir das auch noch nicht. Eiskalt nicht. So. Wir haben gesagt, wir fangen einfach neu an. Da war Start. Was haben wir denn gehabt? Eine 2 und eine 2. Eine 2 und eine 2. Also sind wir eiskalt hier und haben jetzt wieder eine 2 und sparen wieder 2, würde ich sagen. Und sind bei 6. Die 2-Euro-Stücke raus. Das ist ja immer gut, wenn die zurücklanden. Die 5er sind weg. Und dann haben wir noch wie viel? 10, 20, 30, 40. Die lassen wir für nächstes Mal drin. Haben wir 40 Euro nächstes Mal mehr zum Verspielen. Das ist gut. Und ja, das heißt, es ist wirklich fast aufgebraucht, Freunde. Und wir werden 2 Challenges mindestens fertig kriegen. Das ist nicht so viel, aber ja. 5 plus 5. Ja, ja, wir haben wieder übertrieben. Ist egal, das Geld muss ja weg, ne? Okay, irgendwo ist 1 Euro falsch. Ah! Ja, okay, beim zweiten Mal, dann habe ich irgendwo da einen Fehler. Aber 261 Euro diese Woche. Wir haben also insgesamt bisher gespart. Diesen Monat 515 Euro. Das ist eine Menge Holz, ne? Das ist noch mal eine Menge Holz. Und wir haben noch drin in den Sparspielen, also haben wir 839,10 Euro, die wir noch verteilen können. Das finde ich gut. Eine Woche wartet noch auf uns diesen Monat. Und da kommen noch mal so um die, ja, jetzt noch mal 140 Euro, nee, gar nicht, um die 100 Euro dazu. Mehr haben wir nicht. Also wir müssen hier wie Woche 1 spielen. Das ist, ne, wisst ihr Bescheid, wie Woche 1. Also keine doppelten Sachen, wird schwierig. Aber dafür haben wir ja dann hier zum Beispiel die 60 auch nicht mehr bei den Weihnachtschallenges. Da habe ich ja wirklich übertrieben diesmal, um da mal voranzukommen. Der süße Pinguin, den weiß ich nicht, ob wir den fertig kriegen. Ich glaube nicht. Den Eisbär kriegen wir fertig. Das ist ja alles schon mal nice. Da sind wir gut vorangekommen. Haben wir da überhaupt 50? Hatten wir da nicht 40?
Ja, 50, genau. Ich bin schon wieder verwirrt. Jo. Jojo, Freunde. So, und du gehörst hier ran. Ich habe mich schon gewundert, wo du denn fehlst. So. Aber damit haben wir die Sparspiele diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich dabei und seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure ThimbleTech. Bye, bye.